Gepäckschein 666 von Alfred Weidenmann. Ah! Papierkorb, da gehört's auch hin. Und wir, mein lieber Koffer, gucken uns hier noch ein bisschen um, ob es noch was zu fangen gibt und wie man rauskommt. Ist was? War nichts. Oh, Fräulein Sabine kommt ja schon bald. Guten Morgen, Fräulein Sabine. Jeden Morgen versuche ich, vor Ihrem Erscheinen mich schön und schick zu machen. Und jeden Morgen verschlafe ich's. Und nie bin ich ganz fertig, wenn Sie dann kommen. Haben Sie wieder so lange gelesen? Ja, ja. Bis weit nach Mitternacht. Aha. Morgen allerseits. Morgen, Herr Willibald. Morgen, Herr Willibald. Ich will nur eben meine Leiter holen. Ach, Herr Willibald. Ja? Sie stehen so direkt bei 18361. Würden Sie es mir bitte mitbringen? 18. Ein Zimmer. Ah ja, ich sehe schon. 18361 ist nicht da. Ausgeliehen. Moment mal. Wie heißt es denn? Herr Lehmann, Sie sind doch hier der Zettelleseexperte. Oh ja, bitte. Gepäckschein 666 von Alfred Weidenmann. Ich glaube, davon haben wir mehrere Exemplare. Das stand doch gestern Abend noch hier. Woher wissen Sie das denn so genau, Herr Willibald? Ich hatte doch die Lamellen da ausgewechselt gestern, kurz vor Feierabend. Und deswegen ist ja auch die Leiter hier stehen geblieben. Das ist aber ein recht dürftiger Beweis, Herr Willibald, bei unseren vielen Büchern. Doch, ich hatte noch drin geblättert. Kommt ein Mann drin vor, im langen Ledermantel, mit einem angeklebten Spitzbart. Scheint ein ziemlich gerissener Gauner zu sein. Ich möchte wissen, ob Sie ihn am Ende kriegen. Ich wollte das Buch eigentlich mitnehmen. Ja, vielleicht haben Sie es mitgenommen. Nein, ich weiß noch ganz genau, wie ich dachte, das hat keinen Sinn, du hast noch so viele andere Schmöker auf deinem Nachttisch liegen. Und deswegen habe ich es wieder hierher gestellt. Und was haben Sie bislang nach Mitternacht gelesen, Lemmy? Fräulein Sabine, ich fühle mich sowohl über die Zumutung, Lemmy genannt zu werden, als auch über die Unterstellung, einen Kinderkrimi verschlammt zu haben, erhaben. Ich las Theodor W. Adornos Negative Dialektik. Also bleibt alles auf dem letzten Leser hängen. Und der war Herr Willibald. Herr Willibald, der erste Grundsatz, den man als junge Bibliothekarin lernt, heißt, ein falsch eingeordnetes Buch ist verloren. Fräulein Sabine, ich habe zwar kein Bibliothekentariatstudium oder wie man das nennt, aber so verschusselt bin ich auch nicht. Das Buch stand ordnungsgemäß neben 18362. Und da habe ich es auch wieder hingestellt. Ich wollte Sie nicht beleidigen, Herr Willibald. Was kriechen Sie denn da unten herum, Herr Lehmann? Wenn ich recht verstanden habe, handelt es sich um einen abhanden gekommenen Kriminalroman. Kriminalromane spielen in der Unterwelt. Ist es dann nicht logisch, dass ich unten suche? Aber Herr Lehmann, die kriminelle Unterwelt ist doch ganz was anderes als unser Fußboden hier. Ist doch einfach albern, da unten zu suchen. Wenn Sie mich albern nennen, erst recht, Fräulein Sabine. So.
Oh, bitte hören Sie mit Ihrem Unterweltgesuch auf. Das macht mich ganz nervös. Nein, nicht ich mache Sie nervös, Fräulein Sabine. Vielmehr sind Sie es infolge des Abhandenseins eines der Ihrer Obhut anvertrauten Bücher. Ach du grüne Güte, das fehlt mir noch. Der Lemmy kommt mir psychologisch. So, so. Wie aber nun, wenn der alberne und Ihnen psychologisch kommende Baldwin Percy Hannibal Lehmann das verlorene Buch findet? Wo war's denn? Hier drin, wo es freilich nicht hineingehört. Das ist allerdings ziemlich komisch. Fast so komisch wie diese Knatterton-Abenteuer. Hm, komisch oder nicht, Hauptsache ich kann es endlich zur Ausleihe schicken. Danke. Komisch. Kommt mir vor wie im Gefängnis. Hinter Gittern. Moment, ist ja gar nicht ausgeliehen. Was radieren Sie denn da? Den Bleistiftstrich. Unser Zeichen, wenn ein Buch ausgeliehen ist. Wer bist du? Sie denn überhaupt? Sie können ruhig du zu mir sagen. Peter Farnroth ist mein Name, aus dem Buch hier. Ich bin Page im Hotel Atlantik. Und wenn du bitte gleich wieder einsteigen würdest in dein Buch? Tut mir leid, ich muss es zur Ausleihe schicken. Das geht nicht. Das Buch ist unvollständig. Was? Erlaube mal, Peter Pfannroth. Willst du behaupten, dass ich nicht das ganze Buch aus dem Papierkorb geholt habe? Jedenfalls haben Sie den ganzen Papierkorb noch auf dem Kopf. Ach so, danke. Würdest du mal bitte von dem Buch gehen? Nein, nein. Von außen sieht es vollständig aus. Aber von innen stimmt es nicht. Was stimmt nicht? Bei Nick Knatterton stimmt's auch immer nicht. Der Herr Spiegelberg ist mitsamt dem verflixt wertvollen Koffer aus dem Buch verschwunden. Der Herr Korda, die schwarze Rose. Was? Zwei Herren sind da verschwunden und eine schwarze Rose? Nein, nein. Der Dieb, der nennt sich mal so und mal so. Verdammt! Meine Flucht ist schon entdeckt. So, so, so. Mal so, mal so, mal so. Das heißt in der Kriminalistik alias. Anders heißt im Lateinischen alias. Also, der Dieb kann das Stehlen nicht lassen. Jetzt hat er sich aus seinem Buch gestohlen. Ja, und dazu noch mit dem Koffer. Gehört dir der Koffer? Ja, das heißt, nein, der Koffer gehört schon ihm. Aber was drin ist? Gehört dir? Nein, das hat er gestohlen. Wo ist meine Handtasche? Schon gestohlen. Weg. Aber Fräulein Sabine, da liegt sie doch, da oben auf dem Schrank. Ach. Und alles Geld noch drin? Ja, wenn alles noch da ist, dann hat sich der Dieb wahrscheinlich hier irgendwo verborgen. Ja. So, er kann doch schon vor Tagen entwichen sein. Nein, nein, als ich gestern Abend ins Bett ging, war das Buch noch vollständig. Warum bist du denn nicht gleich heute Morgen gekommen, als du das Verschwinden des Mannes bemerkt hast? Bin ich ja. Ich hab doch bis eben geschlafen. Was? Wieso kannst du so lange schlafen? Ich bin noch Page im Hotel Atlantik und ich habe diese Woche Spätdienst. Ach so. Na, dann schlaf mal noch ein bisschen weiter. Wir sehen inzwischen nach, ob der Dieb noch hier ist. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Ist gut. Dankeschön. Ein richtiger Kriminalfall in unserer Bibliothek. Ziemlich aufregend. Leider bin ich in Kriminalgeschichte nicht sehr bewandert. Ich meine, Herr Lehmann sollte den Fall übernehmen. Ja. Oh, weshalb ich? Erstens haben Sie das Buch da unten in der Unterwelt wiedergefunden. Und dann, bei der Suche nach einem Dieb, der aus einem Buch geflohen ist, kann nur ein Bücherwurm die Führung übernehmen. Wir helfen Ihnen natürlich. Vielen Dank für die Ehre. Bitte. Fräulein Sabine, wir warten auf Gepäckschein 666. Wir suchen gerade. Steht wohl nicht, wo es hingehört, was? Doch. Das heißt, nein, war nicht. Ein falsch eingeordnetes Buch ist... Verloren, habe ich eben schon zitiert. Was
machen Sie denn da, Herr Willibald? Ich möchte Ihnen den künstlichen Hinterkopf anprobieren. Der passt aber leider nicht. Ach, was ist denn das? Hier, Nick Natterton, der von Manfred Schmidt gezeichnete Meisterdetektiv, der hat so einen künstlichen Hinterkopf. Sehr zu seinem Vorteil. Und wozu das? Zum Reinschießen. Was? Ja, erfahren Sie gleich hier auf der ersten Seite. Da sitzt Nick Natterton und das Telefon macht Klingeling. Natterton kombiniert, ein neuer Fall ist fällig. Natürlich richtig kombiniert. Am Telefon die Stimme einer Evelyn. Hilfe, man will mich. Leitung durchschnitten. Was steht da? Vor Nicks geistigem Auge steht sofort ein deutliches Tatbild. Na klar, er sieht, wie diese, wie heißt sie? Evelyn. Nylon mit Nachnamen. Wie Evelyn Nylon entführt wird. Sie hat ja noch den abgeschnittenen Telefonhörer in der Hand. Wie geht's weiter? Da fliegt ein Ziegelstein durchs Fenster, trifft den künstlichen Hinterkopf und Natterton sagt ganz gelassen, der Fall beginnt interessant zu werden. Natterton kombiniert eine Warnung der Bande Schwarzer Fuß mit rotem Herz. Ach ja, da. Der schwarze Fuß mit dem Herzen mittendrin. Jetzt fällt ein Schuss. Treffer, genau in den Hinterkopf. Der aber ist künstlich. Natterton nimmt ihn ab und sagt, mein künstlicher Hinterkopf hat sich bewährt. Das war Natzgeschoss. Und unter der Lupe erkennt man deutlich Geschoss, Kaliber 6,23 mm steckt im Hartholz. Hier, Inspektor, haben Sie wenigstens eine Lupe. Aber Sie brauchen noch etwas anderes, Herr Inspektor. Was denn noch? Nick begibt sich in seine reichhaltige Bartkammer. Ein großer Fall verlangt einen großen Bart. Aber wir haben hier nur einen kleinen Fall und da genügt wohl auch mein kleiner Bart. Was kann man denn noch daraus lernen? Nick verlässt seine Wohnung nicht durch die Haustür. Klar, von draußen hat schließlich geschossen. Er geht durch den Schreibtisch und sagt zu seinem Diener, ich wähle die Kanalroute zur Villa Nylon. Schließen Sie gut ab. Was denn? Und der klettert da richtig in seinen Schreibtisch? Ja, hier. Nicks Notausgang. Plan nebenstehend. Verstehe. In Nicks Schreibtisch führt eine Treppe in den Keller und da ist gleich ein Zugang zum städtischen Kanalnetz und da liegt ein Boot. Und das Boot heißt Außenborder Knatteria. Müsste in unserem Falle Außenborder Lemania heißen. Oder Außenborder Lemia. Was soll denn der Unsinn? Ich brauche diesen Firlefanz nicht. Es gibt ja schließlich auch keinen Kanal hier in der Bibliothek. Ja, und wir wissen ja auch gar nicht, ob der Gauner überhaupt hier ist. Kombiniere, wir wissen genauso wenig, ob er nicht doch noch hier ist. Davon sollten wir ausgehen. Herr Willibald, verschließen Sie sofort alle Fenster und Türen. Ja. Fräulein Sabine, ich mahne nochmals Gepäckschein 18361 an. Heißt Gepäckschein 666. Ja, stimmt. Gepäckschein 666 von Alfred Weidenmann, Signatur 18361, Erscheinungsort und Jahr Bayreuth 1959. Wir haben es schon, aber es ist unvollständig. Ach, warten wir also. Ja, bitte. Danke. Alle Türen befehlsgemäß verschlossen. Muss ich etwa durch die Löcher da? Kombiniere, warum wir mit unserer Verbrecherjagd nicht weiterkommen. Wir haben ja keine Ahnung, wie der Täter aussieht. Ob er einen Absatz verloren hat oder sonst was. Kombiniere, wir schlagen danach. Ja. Falsch kombiniert, Herr Willibald. Der Dieb ist doch aus dem Buch entwichen, also kann man darin zurzeit nichts über ihn daraus erfahren. Kombiniere was anderes.
Der Bestohlene weiß über das Aussehen des Diebes Bescheid. Peter Pfannruth! Sehr gut, Frau Leiterbiene. Geht's schon los? Nein, nein, wir brauchen ja erst noch die Beschreibung des Täters. Ach so, ja. Also, zuletzt trug er einen dunklen Anzug, sah sehr elegant aus und sagte, er sei Kriminalbeamter. Und das glaubte ich. Dazu hellgraue Schlangenlederschuhe mit weißer Kreppsohle. An der rechten Sohle fehlte ein Stück, fast der ganze Absatz. So, hat er dir die Stelle denn gezeigt, dass du das so genau weißt? Nein, aber als ich das feststellte, war ich noch Schuhputzer im Hauptbahnhof. Da war er mein Kunde und ich hatte die Schuhe ja dicht vor den Augen. Und da hatte er auch den schwarzen Anzug an? Nein, einen langen Ledermantel und eine Sportmütze. Aha. Und besondere Kennzeichen? Zuletzt trug er einen falschen Bart, also einen angeklebten Spitzbart. Den will ich mal lieber gleich abnehmen. Den hat er sicher inzwischen abgemacht. Kein sicheres Kennzeichen also. Dann lasse ich ihn lieber dran. Aber Inspektor, wollen Sie sich nicht doch einen falschen Bart zulegen? Ach. Wie Nick Knatter. Unsinn, mich kennt der Dieb doch gar nicht. Denkste. Danke, Peter. Wir rufen dich wieder zur gegebenen Stunde. Ist gut. Inspektor, wir harren Ihrer Befehle. Hm? Was? Mhm. Ach so, ja. Also, wir gehen davon aus, dass der Dieb also noch hier ist. Fräulein Sabines Handtasche bleibt als Köder hier liegen. Aber da ist heute ausnahmsweise mal eine Menge Geld drin. Das ist doch vorteilhaft. Desto besser der Köder. In der Bibliothek ist gut Leben für uns ein. Da bleibe ich erst mal. Also, wir beginnen dann mit der, wie heißt das doch? Fahndung. Ja, richtig. Fahndung. Alle Personen, die in hellgrauen Schlangenlederschuhen mit defekter weißer Kreppsohle herumlaufen, sind verdächtig und müssen verhaftet werden. Na, los! Was Verdächtiges, Fräulein Sabine? Ja, ich meine, es ist mal nur, dass bei uns hier in der Bibliothek ziemlich wenig Personen überhaupt herumlaufen. Geschweige denn welche mit hellgrauen Schlangenlederschuhen. Mit kaputter weißer Kreppsohle. Da werden wir wohl so bald nichts zu verhaften finden. Ja, das stimmt. Kombiniere, wenn der Dieb noch hier ist, hält er sich versteckt. Tatsächlich ein zweiter Knatterton. Aber wo? Darf ich die Mitarbeiter zwecks Flüsterns so nahe wie möglich an mich heranbitten? Ja. Also, in einem Buch hält er sich versteckt. Das natürliche Gehäuse des Mannes mit dem Spitzbart ist dieses Buch hier. Also kombiniere ich, dass er sich in einem anderen solchen versteckt hält. Bravo, Lemmy. Wie bitte? Verzeihung, ich wollte sagen, bravo, Inspektor. Jetzt sehen Sie, warum Sie hier Boss sein müssen. Boss hat bücherwurmwürdig kombiniert. Verflixt, das Geflüsterte habe ich nicht verstanden. Ja. Ist was, Herr Willibald? Ja, ich meine, es ist mal nur, dass wir hier eine ganze Menge Bücher haben. Kombiniere. Komm, komm mal her. Schnell. Kombiniere. Es ist kein Krimi. Das wäre ja auch zu verdächtig. Aber ein Buch, das nicht ordentlich in der Reihe steht. Also, alle Büchereien in den Bücherregalen nach Bücherhervorragungen absuchen. Ja. Verflixt. Was soll das? Hab kein Wort verstanden. Aber es riecht peinlich. Hm?
Nichts Hervorragendes. Was ist denn das? Ein Koffer? Mann! Was macht er da? Moment! Halte den Dieb! Rüber! Rum! Da ist er! Hey! Haben Sie ihn? Den Koffer ja! Der Mann ist entwischt! Das ist die Hauptsache. Lassen Sie den Mann laufen. Stellen Sie den Koffer sicher. Was ist denn da bloß drin? Der ist ja ganz schön schwer. Jetzt kommt doch noch der grüne Teelicht. Wir können doch jetzt keine Geschichten ansehen. Ja, das ist richtig. Der soll weiterfahren. Ja. Sie wissen doch ganz genau, der Grüne kommt und fährt, wann er will. Da hilft auch kein Knöpfe drücken. Moment. Vielleicht kann uns die Geschichte da drin helfen. Enthält, wie heißt das doch, zweckdienliche Hinweise. Der Dieb kann uns ja doch nicht entwischen. Er kann, auf dem Schienenwege, sobald er den Koffer wieder hat. Oder wenigstens die Handtasche. Also, nun erzähl schon deine Geschichte mit diesem verflixten Koffer. Sie werden sich wundern, Herr Willibald. Also, diesen Koffer habe ich als Page des Hotels Atlantik aus der Gepäckaufbewahrung geholt. Es sollen Cricketschläger darin sein. Der Sohn von Mr. Overseas will mir nämlich Cricketspielen beibringen. Der ist da in dem Zimmer. Wo denn? Also, er ist gerade im Bad. Was ist denn dieser Mr. Overseas von Beruf? Millionär. Also, das weiß ich nicht so genau. Also entweder er ist Millionär, dann gehört ihm dieser Koffer nicht, oder dieser Koffer gehört ihm und dann ist er kein Millionär. Warten Sie es ab. Soll ich den Brief inzwischen aufgeben? Das machen wir nachher, wenn wir losfahren. Aber du kannst schon auspacken. Die Kofferschlüssel liegen in der Schreibtischschublade. Hast du sie? Ja. Zum Frühstück gibt es Kakao. Magst du Kakao? Na klar. Eigentlich hatte ich mir Cricketschläger länger vorgestellt. Die können doch höchstens so lang sein wie der Koffer hier. Das genügt. Nachher beim Spiel wären es dir bestimmt lieber, wenn sie kürzer wären. Oh, 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 oh. Das ist ja... Hey, was gibt's? Komm mal. Was hast du? Der Koffer. Ist das euer Koffer? Nie gesehen. Wie ist denn sowas möglich? Ist ganz einfach. Hier. Der Mann auf der Gepäckaufbewahrung hat entweder den Gepäckschein falsch umgehalten oder dieser Koffer da hat umgekehrt im Regal gestanden. Jedenfalls hat man hier anstatt des Gepäckstückes 666 das Gepäckstück 999 ausgehändigt. Herein! Guten Morgen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Mr. Overseas Junior ist im Bad. Das Frühstück, mein Herr. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Gestatten Sie? Oh, danke schön. Guten Morgen. Morgen. Der muss beim Zumachen des Koffers. Ob der was gemerkt hat? Am besten, wir geben den Koffer gleich zurück. Oder wir rufen die Polizei an. 5.000 Mark. Wie viel sind das? Ich zähle schon. Mensch, ich werd verrückt. Was ist? Hier, Montag, 4. März. Das ist genau der Tag, an dem der Bankraub war. Das könnten nach ungefähr 140.000 sein. Hier, die losen Scheine obendrauf, ungefähr 2.000. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Oder wir sagen wenigstens Direktor Adler Bescheid. Weißt du, was Yoga ist? Nee, wieso? Das ist gut zur Beruhigung und zur Konzentration. Zum Beispiel flach auf den Rücken legen, Beine in die Luft und dann tief durchatmen. Na und? Ich bin dafür, dass wir uns erstmal beruhigen und konzentrieren. Du meinst? Du darfst an nichts denken. Nur tief atmen. Ganz tief und langsam. An nichts denken? Du hast leicht reden. Na und? Dann? Die Übung dauert 5 Minuten. Na hört mal, jetzt fangt ihr ein Krimi an und dann zeigt ihr uns 5 Minuten Jungsbeine, die in die Luft stakeln? Ich schlage vor, wir machen einen Zeitsprung. Wir nehmen an, es sind 5 Minuten vergangen, die Herren haben sich beruhigt und sind voll konzentriert. Was geschah nach den 5 Minuten Yoga? Haben wir Kakao getrunken. Ein eindeutiges Zeichen der Beruhigung. Darf ich bitten, bevor der Kakao ganz kalt wird? So. Prost. Prost. Yoga ist gut. Wir beginnen mit den Tatsachen. Montag, den 4. März, werden aus einer Bank 142.000 Mark geraubt. Und zwar von einer insgesamt 9-köpfigen Bande. 7 schnappt die Polizei, nicht den Chef, nicht das Geld. Es ist ihm offensichtlich gelungen, unterzutauchen. Der Chef soll ein internationaler Verbrecher namens Schwarze Rose sein. Und heute, Freitag, den 15. März, liegt das gesamte geraubte Geld in einem Koffer im Hotel Atlantik. Zimmer 310. Es ist einfach nicht zu glauben. Für die Ergreifung des Täters und die Wiedererlangung des Geldes ist eine Belohnung von 5.000 Mark ausgesetzt. 2.500 für jeden von uns. Mensch, was würde meine Mutter sagen? Das Geld haben wir. Aber den Täter. Wir müssen die Kriminalpolizei anrufen. Das wäre eine Möglichkeit. Und die zweite? Dass wir zum Bahnhof gehen, unauffällig auf den sauberen Herrn warten. Und uns die ganze Belohnung verdienen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schnell angezogen. Und ich habe noch nie in meinem Leben 142.000 Mark in einem Kleiderschrank versteckt. Wo lassen wir den Schlüssel? Tja, den Schlüssel. Da, unter der Matratze. Okay. Tja. Dann wollen wir mal alle zusammen unseren Dieb fangen, wenn das so einer ist.
Wozu eigentlich noch? Der Koffer mit dem Geld ist da. Was sollen wir eigentlich noch diesem Kerl nachjagen? Gesundheit, Fräulein Sabine. Och, danke. Aber ich finde, wir müssen dem Kerl schon nachjagen. Erstens habe ich den gar nicht gern hier in der Bibliothek. Und außerdem bleibt doch sonst das Buch unvollständig. Was soll ein Krimi ohne bösen Mann? Den kann man doch nicht mehr ausleihen. Das ist den Mann? Ach, Unsinn, den Krimi, das Buch. Oh. Ist was, Fräulein Sabine? Meine Handtasche ist weg. Unsinn, das lag doch. Ja, lag, als Köder. Tatsächlich weg. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Da schauen wir uns seelenruhig einen Krimi an und in der Zwischenzeit klaut mir der Gauner, um den es die ganze Zeit geht, mein ganzes Geld. Da oben ist er. Wo? Da läuft er über die Schiene weg. Oh, warum laufen Sie denn da hin, Herr Willibald? Ich habe doch keine Affenarme. Ach so. Zu spät. Hauptschalter. Hat ja auch keinen Sinn, im Gegenteil. Los! Alle Kästen auf da vorne programmieren. Los, Fräulein Sabine, kommen Sie, kommen Sie. Was soll denn das? Fragen Sie nicht, Lemmy, machen Sie. Welche Nummer? Die Station da vorne hat 17. 10. Knopfdruck. Wenn ich nur wüsste, was das soll. Ja, weitermachen, weitermachen. Ja, man wird ja wohl noch fragen dürfen, ja? Sonst liebe ich die geruhsame Fahrweise dieser Kästen ja sehr. Aber jetzt wäre ich doch froh, wenn Sie einen fünften Gang hätten. Ich gebe ja zu, dass mir aufgrund des bedauerlichen Handtaschendiebstahls meine Kriminalinspektorsqualifikation wird abgesprochen werden müssen. Aber ich hätte doch gern eine Erklärung. Passen Sie auf, diese Kästen drängen unseren sauberen Spitzbart gleich wieder hier durch das Loch zurück. Keine Kästen mehr da. Ich denke, das genügt auch. Passen Sie auf, gleich kommt er. Na? Wo bleibt er denn? Aus dem Kasten. Aber wer weiß, wie der sich anfasst. Ich will ihm ja auch den Spitzbart nicht abreißen. Aber wenn Sie meinen... Halt! Stopp! Das wollen wir doch jetzt gar nicht sehen. Warum nicht? Ich setze mich auf meine Tasche. Ja, und der Koffer ist ja auch im Hotel. Und der Ganove da in dem Kasten. Den Koffer habe ich inzwischen wieder. Ich komme jetzt da gleich rein. Wer ist denn das alles? Gestatten, meine Mutter. Sie schneidet ein bisschen. Probiert gerade Frau Sauerbier ein neues Kleid an. Das ist Herr Winkelmann, der Chef von unserem Boxverein. Und da steht noch der Gasmann. Und dann kommst du noch dazu? Ja, das ist dem Mann mit dem Spitzbart natürlich ein bisschen zu viel. Was? Der Obergauner kommt auch noch? Ja, aber er sagt, er sei Kriminalbeamter. Und jetzt kriege ich gleich heraus, dass er Herr Spiegelberg oder wie heißt das? Was? Anders, auf Lateinisch. Alias. Ja, Herr Spiegelberg, alias Herr Korda, alias die schwarze Rose. Wie hast du das alles rausgekriegt? Sie erinnern sich doch, er hatte kaputte Schuhe. Ach ja. Also, es kann losgehen. Wo ist denn der Herd? Da ist die Küche. Ich habe den Haupthahn abgedreht, weil es immer so nach Gas gerochen hat. Ja. Ein Momentchen, Frau Sauerbier. Ist das wohl Peter? Na klar, endlich. Du lebst also noch. Ach, du entsetzlicher Rumtreiber. Aua! Guten Tag, Frau Sauerbier. Guten Tag. Guten Tag, Herr Winkelmann. Tag, Peter. Na sag schon, was war denn? Das gefällt mir hier auch nicht. Da muss ich noch etwas rauslassen. Deine Mutter hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Am liebsten wäre sie zur Polizei gelaufen. Er sieht auch nicht so aus, als ob er viel geschlafen hätte. Was ist denn in dem Koffer? Es gibt eine Menge zu erzählen. Du wirst dich wundern. Seitdem du ganze Nächte nicht nach Hause kommst, wundert mich gar nichts mehr.
abwarten. Vielleicht dauert es nur noch 10 Minuten. Oder noch nicht mal eine. Sie entschuldigen, Kriminalpolizei. Oh. Du kriegst die Motten. Kein Grund zur Aufregung, Frau Pfannroth. Mein Name ist Winkelmann. Ja, angenehm. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Sauerbier. Ja. Wer ist denn das noch? Ich bin mal bloß vom Gaswerk. Was macht's denn? 12,20 Mark, bitteschön, ja? Ach so, ja. Kein Moment, Herr Kommissar. Ja. Das sind bitteschön. So, und für den Rest kaufen Sie sich eine Zigarre. Dankeschön. Peter, sag ehrlich, ist irgendetwas? Sie können ganz beruhigt sein. Die Sache ist durchaus ehrenhaft, höchst ehrenhaft sogar. Aber warum denn dann Polizei? Auch noch die Kriminalpolizei? So, schönen Dank auch. Was? Ach so. Auf Wiedersehen. 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 Meine Ausweise stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Wirklich, ich muss Sie zu diesem Jungen beglückwünschen. Was können wir also für Sie tun? Es handelt sich um einen Koffer. Also der Koffer. Der hat mir von der ersten Sekunde an nicht gefallen. Ist der etwa gestohlen? Er war es. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie deutlicher würden. Im Augenblick kann ich das leider noch nicht, aber Sie... Ist im Hotel Atlantik irgendetwas schiefgegangen? Im Gegenteil. Ja, aber dann wollte Francis doch gleich hierher kommen, mit Inspektor Lukas. Was hierher? Ja, oder hat sich an diesem Plan irgendetwas geändert? Allerdings. Die Herren erwarten uns im Präsidium, und zwar sofort. Ich soll dich mit dem Koffer zusammen hinbringen. Deswegen bin ich hier. Das hört sich ja an wie Chinesisch. Ich verstehe kein Wort mehr. Wo ist der Koffer? Sie sitzen drauf. Er liegt unterm Sofa. Sehr originell. Irgendetwas ist faul an der Sache. Peter, irgendetwas ist faul an der Sache. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Er ist ja käseweiß um die Nase. Also, Sie wissen ganz bestimmt, dass Francis, ich meine, Mr. Overseas Junior, nicht hierher kommen wird? Soweit ich informiert bin, bestimmt nicht. Also, los jetzt. Aber ich bitte Sie. Ja, also auf Wiedersehen, meine Herrschaften, und bitte machen Sie sich keine unnötigen Gedanken. Tschüss. Wiedersehen, Wiedersehen. Wiedersehen. Irgendetwas ist faul an der Sache. Irgendwas. Ich weiß nur noch nicht was. Da ist wohl etwas faul, wenn sich ein Gauner als Kriminalkommissar ausgibt. Fast ebenso faul ist es wohl auch, wenn ein Bücherwurm sich als Kriminalinspektor tarnt. Das hat doch alles keinen Sinn. Wenn man in einem Buch drin ist, dann muss man seine Rolle spielen. Können doch nicht alle Sieger sein. Muss auch Verlierer geben. Also los, junge Frau, geben Sie her das Buch zum Umsteigen. Bitte. Aber es wird eine Gerichtsverhandlung geben. Ich nehme mir einen guten Anwalt. Da hat mal ein junger Mann Gepäckschein 666 bestellt. Damals hat er ein ganz glattes Kinn. Jetzt hat er einen Vollbart. Immer noch besser als ein falscher Spitzbart.